Deko-Expertin Cosi holt heute den Frühling in unser Zuhause mit einem Kräuterbrotkorb für den Frühjahrsbrunch. Was wir dafür brauchen, sind Gräser aus dem Garten, welche jetzt ohnehin zurückgeschnitten werden müssen, und Strohkränze. Die Gräser werden um die Kränze gewickelt und festgebunden. Nun die einzelnen Kränze von klein nach groß übereinander stapeln und zusammenbinden. Noch eine abschließende Grasschicht auf dem obersten Kranz festtackern. Dann schneidet Cosi aus einem schönen Stück Stoff das Innenleben des Brotkörbchens aus. Der Tacker erledigt den Rest. Wer zu Hause eine Clematis-Ranke hat, kann diese um den Körbchenrand befestigen. Dann schneidet Cosi noch ein wenig Thymian ab. Auch Salbei darf nicht fehlen. Das Ganze wird nun um den Rand des Körbchens drapiert. Noch ein paar Blümchen dazu. Und fertig ist ein entzückender Brotkorb für den Frühjahrsbrunch.